Moin moin meine Damen und Herren, mein Name ist Sub2 und ihr seid hier auf meinem Channel und willkommen zurück zu Monster Hunter Generations Ultimate. Oh. Ja, wir machen weiter mit der Questreihe von der Helios-Rüstung. Ich habe zwei Quests schon freigeschaltet, einmal mit dem Muggel-Dorfchef, einmal mit dem Sohn des Muggel-Dorfchefs. Damit konnten wir einmal die Quest freischalten, den Hyper Lagiacus. Haben wir nicht, das ist die, die uns noch fehlt. Aber wir haben dafür den Brachydios in Hyper im G-Ring freigeschaltet, einmal eine Quest. Und die zweite war gegen den Hyper Xenogren, auch im G-Ring. Jetzt fehlt nur noch der Lagiacus im Hyper-Mode. Und da sind wir gerade dran, um die halt zusammen zu farmen. Ich mache einfach random ein paar Quests. Ich denke mal, das hat wirklich mit Yukumo Village zu tun, weil die anderen beiden Quests auch durch Yukumo Village Quests freigeschaltet worden sind. Und bin hier jetzt gerade an den Quest dran von dem Farmer von Moga Village. Ich weiß nicht, warum ich jetzt wieder hier lande, aber wir gehen auf jeden Fall wieder mal nach Yukumo. Ich habe jetzt eine Quest abgeschlossen, und zwar die Zeltas Königin. Wir mussten die einfangen im High Rang. Ich habe jetzt schon relativ viele Quests gemacht von diesem Farmer. Von dem leitenden Mugei Farmer. Es ist halt auch eine führende Leitungsebene. So wie Chef und Sohn des Dorfchefs haben wir den Leiter der Mugei Farm. Ich denke mal, da ist vielleicht eine Verbindung. Ich glaube, ich habe jetzt gerade die Queststufe 4 von dem frei abgeschlossen. Kriegt dafür einen Mega-Bagel fürs Bistro. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall. Es fehlt also jetzt quasi nur noch eine Quest und dann haben wir alle von dem Mogel Farmer abgeschossen. Ich hoffe, das wird jetzt die von Hyper Lagiacus, ansonsten müssen wir es halt weiter probieren. Ich werde erstmal jetzt diesen Bagel ausprobieren und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann kriegen. Irgendwann kommt die Quest. Ich mache so lange weiter die Random Quests, bis ich sie bekomme. Extra für euch. So, wo haben wir es denn? Da ist der Mega Bagel. Damit kann man den kombinieren mit Riesenkalamar. Cool. Und noch irgendwas? Ja, das war's schon wieder. Sehr schade. Eine einzige Sache. Schade, Schokolade. Oh Mann, das ist echt ärgerlich. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht irgendwelche anderen Töne im Hintergrund. Ich musste meine letzten Videos, die ich jetzt gerade gemacht habe, ich habe drei Videos fast gemacht. Und musste alle löschen, weil ich irgendwelche Geräusche im Hintergrund hatte. Staub sogar von den Nachbarn, von meiner Mitwohnerin, irgendwelchen lauten Krempel. Draußen haben irgendwelche Leute gebaut, da war nochmal Lärm da und es hat alles übertönt. Deswegen habe ich die Videos, die ich gemacht habe, heute leider wieder gelöscht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Mach sofort weiter. Hier ist überall irgendwelcher Lärm, das ist ein bisschen nervig. Da wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin, genau. Dann möchte ich mich in diesem Zuge nochmal an Diesener, denke ich mal, heißt er oder sie, ich weiß es nicht, bedanken für deinen Subscribe auf YouTube, auf meinem Channel. Freut mich, dass es dir geholfen hat, mein Let's Play, beziehungsweise mein Video über die Helios-Rüstung, wie man sie freischaltet. In diesem Zuge wollte ich mich dann einfach nochmal bedanken für deinen Support. Dankeschön. So, und es geht auch gleich weiter. Muss ich, glaube ich, wieder eine Quest abwarten, bevor ich die nächste Quest von dem Leiter der Mogai-Farm bekomme. Das heißt, wir machen jetzt irgendeine Random Quest, beziehungsweise wir machen keine Random Quest, wir machen irgendeine andere Quest. So, ich guck mal, was ich finden kann. Zack. Ich mache nur die Quests von Yukumo. Erstmal. Aber ich glaube, wir müssen wieder Niedrigrang irgendwelche Quests machen. Das haben wir. Komm, da müssen noch ein paar sein. Die haben noch nicht alle gemacht. Kann auch nicht sein. Da haben wir noch eine. Einfach nur Balsamsteinstücke sammeln. Okay, dann machen wir als nächstes. Okidoki. Ich würde erstmal was futtern. Ich möchte gerne 50-50. Hier haben wir 50-50. Zack, zack, zack. Nimmer. 50-50 ist wichtig.
So, dann machen wir mal die nächste Random Quest, beziehungsweise es ist ja keine Random Quest, es ist eine Quest wieder für Yukumo Village. Und der gute Andy ist auch wieder online, der Großadmiral. Aber wir sind gerade im Online-Questen, dementsprechend, sorry Andy, im Moment habe ich keine Lust, online zu gehen. Später vielleicht. So, und los. So, und es ist bei Nacht. Spitzhacken habe ich ja, glaube ich, dabei. Hoffe ich. Ich nehme mal die alten Spitzhacken auch mal mit. Mit denen werde ich zuerst sammeln. So. Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Erzabbaustellen. Ein Stück, zwei Stück, drei Stück. Drei. Wie viele brauchen wir? Was habe ich gesagt? Fünf? Zehn. Oh, okay. Okay, erstmal werden wir die beiden jetzt ausschalten. Die nerven uns. Was? Wir treffen den einfach nicht? Alter Schwede, ist das wieder nervig. Sollte vielleicht mal hier wieder leise machen, weil wir hören das ja alles in meinen Kopfhörern und ich höre es dann nochmal vom Fernseher. Ist natürlich ein bisschen doof. So, den nächsten sammeln wir hier. So. Der eine geht schlafen und du stirbst. Papaus. Okay, weiter. Oh, wir haben schon ein Maximum erreicht. Wie viele denn? Habe ich schon 10 Stück? Kann nicht sein. Oh, doch, sind schon 10. Huch. Wer ist hier aufgetaucht? Oh, hallo du. Ich habe gehört, du willst sterben. Nein, so schnell geht er nach hinten. Echt, der dreht sich einfach so zur Seite? Und die Kamera macht nicht mit? Alter, werde ich den jetzt ficken. Bounce. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn umgebracht. Ey, was willst du denn? Ey, ich wollte ihn doch killen. Na gut. Daneben nicht. Was? Du auch? Stirb, Kartoffel. Wir sind hier. Wir gehen einfach denselben Weg wieder zurück, den wir gekommen sind. Und lassen dabei unsere Nase weiterjucken. Wow. This is so itchy. Itchy nose. I hate itchy nose. I hate my itchy nose. So kann ich das jetzt wieder nicht aufsammeln. Nein, lass mich sammeln. Bounce. Alle getötet. Okay, schnell wieder zurück.
Oh, ich gehe schlafen, ohne dass ich die Quest abgegeben habe. Upsi! So, geben wir mal alles ab. Zack, und haben die Quest abgeschlossen. Und gehen schlafen. Ich hoffe, wir sind rechtzeitig schlafen gegangen, sodass wir noch eine Runde schlafen gehen können. Und dann ist die Quest abgeschlossen und dann sind wir auf dem Bett und pennen. Während er eigentlich so machen sollte. Na komm. Ha, yes. Jetzt geht er erstmal schlafen. Unser Abspanngedöns kommt. Hihi, genau so muss es laufen. Mankey are not the most peaceful Pokemon. They are always looking for a fight. What? Wir haben hier nur Crab bekommen. Ich brauche kein Crab. Alter, was haben die denn alles für ein Crab hier gesammelt? Was ist denn los mit denen? Okay. Okay, und wir können jetzt mit wem reden hier? Hallo, hallo? Wie möchte man mit uns reden? Ah, natürlich wieder so einen Kameraden. Okay, aber wir haben wieder unsere Quest von dem Dorfältesten. Das ist die letzte Quest. Ich hoffe, es wird die Quest, die wir brauchen. Gucken wir doch mal. Oh, er ist gar nicht mehr da. Oh, schade. Ah, genau, er hat ja gesagt, dass er eigentlich sein... Ja, genau, er hat ja... Das ist aber gar nicht. Ach, Manu. Was ist denn er jetzt wieder? Spuckmädchen. Ach ja, die Quest habe ich auch abgeschlossen, stimmt. Eine Tomate. Haustiertrainer. Und ich habe eine Tomate bekommen. Danke. Zurück nach Barnabar. Also die Quest war auch nicht die richtige. Sehr schade. Wir haben eine Tomate bekommen. Wo ist diese Tomate? Da ist die Tomate. Wir können sie mit dem hier kombinieren. Wir können sie mit dem Apfel kombinieren. Wir können sie mit Prosciutto kombinieren. Und mit Meisterbräu können wir sie auch kombinieren. Und mit dem gefrorenen Pilz können wir sie auch kombinieren. Oh, das ist sogar L. Und dann können wir sie ja noch kombinieren mit dem gesegneten Wein. Und ich habe gehört, man kann sie auch noch mit dem Gelbbräu kombinieren. Und ich glaube, das war's soweit schon. Mehr geht nicht. Okay. Und damit... Ich will trotzdem noch mehr mit uns reden, aber wer? Hallo? Ah, okay. Die schon wieder. Und Yukumo ist auch noch irgendwas, was wir machen müssen. Schade, ich habe gedacht, der Leiter von der Farm ist es, aber scheinbar ist er es doch nicht. Dann machen wir mal weiter die Quest von der Spuck... Oh, das ist gar nicht hier Spucktuse. Ist jetzt mit dem Bademeister wieder? Da krieg ich schon wieder so einen Fußbadschein von dem. Dankeschön. Hehehe. Okay, wir haben... Wieso drücke ich das immer? Nein, ich will keine Verbindung herstellen. Nein! Ausstellen. So. Okay, wir gehen mal. Wir bleiben bei Yukumo. Und ich mache mal die nächste Quest von Yukumo. Wenn ich überhaupt noch welche habe. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich gucke einfach mal nach. Anfragen. Okay, da sind auf jeden Fall noch ein paar.
vom Muggeliebchen gegen den Barot. Aber das ist eine G-Quest. Die lassen wir erstmal außen vor. So, wer könnte denn noch zuständig sein? Kameradenausrüster, glaube ich eher nicht. Die Dorfkrämerin war doch die alte Frau. Schnurmeisterin. Bambussprossen. Frisches Biest. Machen wir von der Dorfkrämerin die Quest. Das ist 2 Sterne im Jägerlager. Okay. Also ab zurück nach Taverne. Nach Taverne. Machen wir mit der weiter. Zwei Sterne. Na gut. Also wir müssen 20 Bulfangos killen. Kein Problem für den Meisterkoch, den Kochhunter. Erstmal was fordern. Wir haben so viele neue Gerichte freigeschaltet als Meister Hunter Koch. So. Nehmen wir mal das hier. Nehmen wir mal das. So. Habe ich das jetzt reingepackt oder nicht? Willst du mich flachsen? Doch, habe ich. Okay. Los geht's. 20 Bulfangos, kein Problem für den Meister-Hunter-Koch. Wald und Hügel, ich liebe sie alle. Das Gebiet ist auch cool, wenn ich ehrlich bin. So, dann gucken wir mal, wo haben wir denn? Da haben wir schon einen Bulfango. Du wirst gestürbt. Bounce. Uno. Gehen wir hinten rum? Ja, wir gehen hinten rum. Hier noch irgendwo ein Bulli. Ja, da ist einer. Und da ist noch einer. Einer. Zweiter. Ha, abgewehrt. Wir gehen hier hinten rum. Wir sind hier hoch. Wald und Hügel. Und ich liebe diesen Wald. Er hat so schöne Hügel. Ah, hier sind gar keine. Okay. Wir gehen nicht da hinten rum. Sollen wir da auch? Wir gehen hier weiter. Da ist noch einer. Ich weiß, ich weiß. Wir springen ihn an. Bounce. Und dann erst rollen. Uns wieder eingekillt. Und wir können auch nach vorne rollen. Nicht immer, aber... Also im richtigen Moment können wir nicht nach vorne rollen, aber im falschen Moment können wir das. Hier sind keine, wenn ich das richtig sehe. Schade. Oh. Genau, hier hoch gehen wir mal und dahin. Oh, hier sind nur Schweinis. Schwein! Oh, hier können wir doch nicht hoch. Okay. Können wir auf der Seite hier hoch? Oh. Ich glaube, mein Magen hat Hunger.
Hi ho diggity. Das war ja Skill. So, hier vielleicht mal ein paar. Nö, okay. Dann wahrscheinlich bei der 4 und dann fängt es wieder von vorne an. Vorne an. Vielleicht sind bei der 4 auch ganz viele, so 5 Stück, aber nein. Ich glaube nicht. 3. Das ist ja noch nicht viel. Bounce. Willst du denn? Lass mich erstmal hier meine aktuellen Ziele attackieren, bevor du mir auf die Nerven gehst. Okay, und jetzt. Okay, du willst unbedingt, dass ich mich um dich kümmere, dann mache ich das auch. Ich sehe dich zwar nicht, aber. Okay, was bist du denn für einer? Nee. Echt jetzt? Alter, das nervt mich jetzt. Was ist das für eine Scheiße? Jetzt rennst du weg, ne? Jetzt fängst du an wegzurennen. Das sind wieder die richtigen. Dann renn mal. Ich weiß ganz genau, wo du. Ich weiß, wo du wohnst. Aber erstmal muss ich einfahren lassen. Oh, der war gut. Jetzt kann ich weiterlaufen. Hohoho. Ich bin nämlich Chefkoch. Ich weiß, wo meine Beute hingeht. Und dann kann ich sie erjagen und kochen und essen. Und sie schmeckt vortrefflich. Geh mal rein. Ich hoffe, ich habe ihm genug Zeit gelassen. Habe ich. Ein gezielter Schlag auf den Kopf und der stoppt. Oder einfach ab in die Mitte. Stirb! Haha. Den brauchen wir bestimmt nicht. Und hier sind wieder Schweinchen. Hi ho, hi ho, wir sind dran froh. Und dann werde ich dich ankillen. Oro, yo bolo, no bolo. 10 Stück noch. Nein, ich würde sagen, 9 Stück noch. Stück. Bis gleich. Wie Werbung. Toll. Gucke ich mir Livestream von Rocket Beans an, die zocken Trüberbuck. Und was ist? Am Anfang ist noch Simon mit dabei und dann ist er einfach so ab einer halben Stunde verschwunden und taucht nicht mehr auf. Sie einfach um Staub gemacht. Mann, Mann, Mann. Du Schwein, du. Du Schwein! Ich wusste doch. Oh Mann. Die Kamera hat mich wieder. Die Kamera hat mich wieder gefickt. Immer so richtig tief. Wie immer eigentlich. Handy? What's going on here, Handy? Oh? Tweety, tweety, tweety. Was ist denn der neueste? Falls du ein iPhone mal verlierst, kannst du es aus der Ferne löschen. Wie überaus uninteressant, aber danke. T-Series now have people spamming my diss-track to make them subscribe because I Isolute India. Insolutes India. What is this trick? Saturn?
Warum sollte ich Saturn folgen wollen? Das finde ich ja. Stirb du, Schwein! You son of a pig! Didn't say that. Oh, he did. 1, 2, 3. Letzte Chance vorbei. Es waren nur noch 9, jetzt sind es nur noch 4 nach dem. You son of a pig! Or you child of a pig! You daughter of a pig! You are so deathful! What did he say? I don't know. Ja, stirb, du Schwein! Du Schwein deines Großvaters! Pick time! Was? Oh, jetzt ärgern die mich aber. Die ganze Zeit sind die wieder respawned. Und jetzt tun sie es natürlich nicht mehr. Du? Auch nicht? Und du? Auch nicht? Dann sind die letzten jetzt da unten oder was? Mir fehlen doch noch drei. Ihr seid auf jeden Fall keine Schweine. Beans versus Tüber. Tüberbrook. Tüberbrook. Brücke. Oh, hier sind Schweine. But they are the wrong ones. Eigentlich tötet man die nicht. Aber ich. Ey. Nein, 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 greife nicht an. Ich will erstmal den hier ausnehmen. Ich hoffe, dass ich von dem so ein bisschen Muss wie ein Moos bekomme und nicht ein Blaupilz. Mano. Alter, ich treffe einfach mal nicht. Was für ein Scheiß. Oh, noch ein Blaupilz. Ich wollte eigentlich eher so Moos wie ein Haut haben. Oder Moos wie ein Moos oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber nein, ich krieg gar nichts. Okay. Ich gehe hinten rum. Fehlen nur noch drei Stück. Doch viel. Da ist wieder ein Schwein. Stirb. Jetzt bist du plötzlich wieder da. Und du auch? Heißt das, ihr drei seid auch wieder da? Ich muss nur noch zwei töten. Das ist unglaublich. Was war das denn für ein Bug? Stirb! Einer noch. Einer noch. Und das bist du, Mr. Q. Und Bounce. Uah. Bounce. Yeah, das war ein Konterangriff. Eine Geste bitte. Oh, Sie wollen eine Geste? Ich, ja, das ist meine Geste heute. Chefkoch ist am Start. Mit seinem fetten Sword, das noch breiter wird, wenn es erstmal aufgeladen ist. Okay. was schreiben hier wieder irgendwelche Leute? If you're going to PAX East at the end of this month, my schedule is as follows. What is PAX East? I don't know. Subgay is back about 5K. Keep it there. Gaps. Subgaps. Not gays. Sorry. Wrong word. Bullfango. Genau, die wollte ich eigentlich gar nicht haben. Götterkäfer nehme ich sowieso immer. Das brauche ich nicht. Ja, das nehme ich immer. Oh, wow, frei. Didab, didab, didab.
That was Minky. What's with Amazon? Get the least news from Amazon Germany directly to your feed by following. No! Don't want to. Finally got 100 achievements for Resident Evil 2. Bravo! Alles uninteresting for me. So, was? Hier noch mehr Kram. Noch mehr Gravity Crab Crab. Okay, thanks. Da, ein warmer Pelz. Toll. So, wir haben wieder eine Quest abgeschlossen und es geht zurück nach Yukumo und wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hallo Leute, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Oh, ach du Kacke. Wow, Alter, das ist die Krämer, Dorfkrämerin. Mir war klar, dass du das schaffen würdest. Du hast dein Auge für gutes. Du hast ein Auge für gutes Fleisch. Mein gewürfeltes Steak sind ein voller Erfolg. Gewürfeltes Steak. Oh, ich würde Steak niemals würfeln. Ich habe dir. Außer es soll Fingerfood werden, so mit Zahnstochern. Dann würde ich es würfeln. Aber auch nur so auf einer Platte. Die müssen noch warm sein, werden rausgegeben und jeder muss einmal ganz schnell probieren. Und es müssen alle weg sein. Es darf keiner übrig bleiben, weil wenn die kalt sind, sind sie nicht mehr genießbar. Mensch. Ich habe hier aufgehoben und zu einem Bistro gestellt. Zutaten, dies, das, Ananas. So, abgeschlossen. Neue Auszeichnung. Gucken wir uns doch gleich mal an. Ich glaube, ich habe 2 Auszeichnungen bis jetzt wieder bekommen seitdem. Ich finde, die Musik von Yukumo hört sich ein bisschen an wie die von Winnie Pooh damals. A little bit. Oder ich bilde mir das gerade nur ein, weil sie gerade ein bisschen so angehört hat. Prüfen. Oh, die sind so süß. Okay, wir bei Yukumo. Was haben wir denn hier? Fleischmier aus der Vollmahlzeit. Ein mehrgängiges Menü mit einem zarten Steak. Eine Belohnung für das Sammeln vieler Fleischzutaten. Ah, haben wir von der bekommen. Und dann haben wir hier noch Bernstein-Puggy. Ein Bernstein-Puggy-Statue zeigt, dass du Zeuge seiner ungewöhnlichen Verhaltens in Yukumo warst. Ungewöhnliches Verhalten? Ich habe es hochgenommen, wieder runtergelegt und habe dann die Auszeichnung bekommen. Meine kleine Seegurke. Ja, dann. Okay. Hochheben. Habe ich nicht eine süße kleine Seegurke? Oh. Ah, sie will mich futtern, sie will mich fressen. Hilfe, Hilfe. Okay, und jetzt lasse ich es wieder runter. Schüttelt sich. Okay. Was für eine überaus süße Seegurke, oder nicht? Okay, wir haben wieder ein paar Quests abgeschlossen und ich drücke schon wieder das Falsche. Und ich muss zurück nach Yukumo. Ich kriege wahrscheinlich die nächste Quest von der Dame. Ja, fast gedacht. Ah, es gibt nichts Schöneres als ein gutes. Noch schweigsam plötzlich. Saisonalität und Frische. Was für eine Zutat? Nebelgipfel. 2 Azuch, das ist ja natürlich eine easy Quest, ne? Ist zwar High Rank, aber Drachenschweif. Okay. I'm into it. Okay, das ist High. Die heute den ganzen Tag schon Azuros, ey. Ich glaube, ich habe schon 10 Azuros gesehen. Mittlerweile. Das ist eine 7-Sterne-Quest, ne? Da ist sie. Die machen wir doch glatt noch. So, die mache ich jetzt noch, die Quest, und dann ist für heute auch erstmal gut. Das wird auf jeden Fall eine schöne Episode, eine ruhige Episode. Also alles ganz entspannt. Aber wir kriegen auf jeden Fall noch die Quest, die wir haben wollen. Vertraut mir, Leute, das wird noch was.
So, zwei Azuras. Die müssen wir aber nicht fangen, oder? So eine Doppelfang-Quest, das hasse ich nämlich. Generell fangen. Ja, zwei. Eine große Bestientraining kriegen wir bestimmt auch. Los geht's! Letzte Quest für heute, für diese Episode. Bleibt dran und guckt euch an, wie ich zwei Azuras wegklatsche. Und ich habe wieder die richtige. Ich habe auch einen guten Namen für diese Episode. Wir nennen sie von Geschichte. Nee, Story von Bären und Zutaten. Ist das nicht philosophisch? Denn ich habe jetzt echt viele Zutaten auch gesammelt. Das hört sich gut an. Monster Hunter Generation Ultimate. Stories von Bären und Zutaten. Ja, so nenne ich das. Aber erstmal müssen wir jetzt den da erledigen. Und diesmal nicht mit einer Energie. Wow. Ey, so nicht, du. Ach komm, ey, ich wollte doch zuerst angreifen. Lass mich doch auch mal angreifen. Ja, ich muss rollen. Nein, ich bin falsch gerollt. Ach du Sack, ey. Wieso ist eigentlich jedes Monster zu schnell? Jedes! Ich falle da nicht nochmal drauf rein. Eins, zwei, drei, vier, vier. Bounce! Boah, der wird jetzt sowas von sterben. Der wird sowas von abkratzen, ich sag's euch. Bounce! Muhahaha! Haben wir einen Bären gekillt. Das hat Spaß gemacht. So, wo ist der andere Bär? Wo ist der andere Winnie Pooh? Wo ist der andere Paddington Bear? Hallo? Ne, hier ist er nicht. Oh, da ist der andere. Hoho. Guck mal hier, ich habe deinen Bruder getötet, Paddington Bear. Was sagt man dazu? Ich habe aber trotzdem auch angegriffen. Eins, zwei, drei, vier. Hey. Wow. Ach Mann, ey. Wieder nicht getroffen. Eins, zwei. Die Kamera, diese Dreckskamera, ey, ich raste aus. Okay. Eins, zwei, drei. Bounce. Nice. Oh, wie die jetzt. Das ist so traurig, wie die da so liegen. Erstmal von Foto machen. Die drei. Die zwei Bären. Die dreisten drei gegen die zwei Bärenbrüder. Wir haben die Bärenbrüder umgebracht. Alter, das ist voll böse.
den Bärenbrüdern. 2. Das war doch gar nicht mal so schwer. Hihi. Und hier Einsperrung. Ja, dann haben wir doch auf jeden Fall mal wieder viel geschafft heute. Viele Zutaten auch freigeschaltet. Unter anderem das Yukumo-Mädchen freigeschaltet bei uns im Yukumo-Zimmer. Nicht mehr so eine blöde Kammerline da, sondern endlich mal ein richtiges Mädchen, das im Zimmer auf uns wartet. Die Quest leider noch nicht freigeschaltet. Ich warte jetzt gerade nochmal ab, was wir bekommen als nächstes für eine Quest von der Krämer-Dame. Das war High Rang. Egal. Gucken wir mal. Wir kriegen ja jetzt wieder irgendwelches Fleisch, denke ich mal. Von der. Aber es war auf jeden Fall mal eine erfolgreiche, ruhige Episode, würde ich mal sagen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen haben sollte, lasst gerne ein Däumchen da und liked das Video. Das wäre top. Damit supportet ihr meinen Channel. Und dieser Support ist wie immer appreciated. Danke, danke. Und wir haben Drachenschweif. Okay, das ist Futter für... Und wieder eine Auszeichnung. Die gucken uns das auch gerade mal an. Die Aufzeichnung, sag ich mal. Die Auszeichnung, Mensch! Lern mal reden, Alter. So, Berner. Was haben wir hier? Ein Zeichen von unsättlicher kulinarischer Appetit. Ein Zeichen von unsättlichem kulinarischem Appetit. Eine Belohnung für das Sammeln vieler Zutaten. Okay, danke. Können wir jetzt wieder mit der quatschen nochmal? Sonst irgendwas? Nicht? Okay. Ja, dann gehen wir mal zurück nach dem Berner Bar und gucken mal, dass wir dieses Fleisch alles kombinieren können. Fleisch ist natürlich immer so eine Zutat, die nur Angriff erhöht und nicht Verteidigung. Deswegen sammle ich lieber Fischmaterialien, Fischzutaten, weil die nämlich immer für Verteidigung sind. Und ich liebe Verteidigung. Das ist mein liebstes Stück. Oh, hier kann man jetzt echt viel Esskram jetzt wieder freischalten. Auch Ess. M, Angriff. Oh, da haben wir noch. Feuerabwehr S. Sonst noch irgendwas? Ja, Thunfisch. Okay, da haben wir noch die wieder M. Okay, Drachenschweif können wir mit... Oh, das ist Angriff und Verteidigung M. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich hätte am liebsten Angriff und Verteidigung S. Das würde ich, glaube ich, immer benutzen. Wie, das war schon. Oh, das können wir nur mit einer einzigen Sache kombinieren. Na gut. Hier war auch nichts mehr. Alles klar. Und jetzt können wir auch schon wieder zurück zu der und die nächste Quest annehmen. Die nehmen wir noch an, beziehungsweise wir lesen uns mal durch, was wir als nächstes bekommen. Und dann ist die Episode auch damit erstmal zu Ende. Dann cutten wir die hier und machen beim nächsten Mal weiter. Oh, okay. Das war ein Fußbad-Gedings. So, und jetzt möchte mit uns reden. Nochmal der. Was will der jetzt schon wieder? 2 Fußballscheins. Dankeschön. Ja, damit hätten wir dann auch. Hallo, du? Du Kummerliebchen. Ja. Haben wir jetzt erstmal keine weiteren Quests, das heißt, wir machen hier jetzt erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich habe ja schon gesagt, wenn ihr mich supporten wollt, dann gerne ruhig ein Abo auf meinem Channel da lassen und hierfür ein Däumchen da lassen, wenn euch diese Episode gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal.